Ghule. Von Ghulen gibt es zwei unterschiedliche Arten. Die einen, mit denen kann man sprechen, mit denen kann man sich sogar ganz vernünftig unterhalten. Doch die anderen, entweder man sollte die Beine in die Hand nehmen oder eine durchschlagskräftige Waffe dabei haben. Ich bin ausgezogen, um den Gardener zu finden. Ein Kopfgeldjäger. Ein, der eine Gilde gegründet hat. Ein von der ganz harten Sorte. Ihn wollte ich gerne kennenlernen. Doch jetzt, wo hat's mich hin verschlagen? Verdammt noch eins! Oktober 2077. Ich habe es ihnen endlich gesagt und es war schlimm, richtig schlimm. Papa hat rumgeschrien und meinte, ich solle mich schämen. Er meinte auch, dass ich ausziehen müsse. Mama hat nur geweint und irgendwie tat das mehr weh als alles andere. Sie hat nicht ein Wort gesagt, nicht mal, als ich meine Sachen gepackt habe. Ich kann nicht zu John. Er weiß es ja noch nicht mal. Vielleicht wird er es nie erfahren. Wenn es die Hütte nicht gäbe, hätte ich jetzt keinen Platz zum Schlafen. Ich brauche einfach etwas Zeit zum Nachdenken. Das letzte Mal, als ich hier war, war ich noch ein kleines Mädchen und habe Clubhaus in der alten Hütte gespielt. Jetzt habe ich wirklich Angst. Wird es irgendwann wieder besser sein? Wolken, sie sehen sich zu. Von hinten, denkst du, kommt ein Unwetter? Na los, lass uns zum Pub runtergehen. Mein Magen, der knurrt. Extrem. Vielleicht dann doch nochmal die andere Richtung. Da war noch einiges an Gebäuden. Aber es waren auch irgendwelche Menschen dort. Und wenn wir nochmal auf solche Fliegen treffen, die uns mit ihrer Radioaktivität anstecken, dann war's das für uns. Ich glaube, hier war der Pub. Ja, die Frage ist, was passiert, wenn ich die Straße hier weiter hinuntergehe? Na dann, Gary. Was? Gary. Hi, nice to meet you. And what is? Do you have a bit of food? Food and water? Yeah, that would be nice. So, okay. Let's see what you have. Come on. Let's take a look. One moment. Yes, that's what I... What I sold you, I know, you have nothing, not a bed, no water, yeah? Nothing. Damn, Gary, that's not good. Damn, Gary. Was? Was? Er hatte nichts. Gar nichts.
Siehst du? Da läuft irgendjemand rum. Raider? Eigentlich wäre es sicherer, wenn wir dort hinten bei den Farmern weiter uns umschauen. Dort wissen wir, was wir haben, ne? Was ist, wenn wir einen dieser Melonen essen? Zumindest mal probieren, wie die schmecken. So. Bringt fast gar nichts. Denkst du, in dem Autowrack ist dort etwas? Right away, das wär's, ne? Moment. Was können wir überhaupt noch mitnehmen? Ah, ein bisschen geht noch. Aber Vorsicht. Nicht zu spontan und zu ungestüm nach vorne gestürmt. Hier ist jeder Schritt zu überlegen. Verstecken wir uns mal hinter diesem Felsen und schauen mal hier rüber. Moment. Na klar, ist es ein Händler? Hey! Sieht aus wie ein Händler. Was? Was willst du hier? Willst du handeln, mich ausrauben oder nach dem Weg nach Diamond City fragen? Den Weg nach Diamond City. Wegbeschreibung. War klar. Geh einfach Richtung Osten, bis du die Skyline siehst. Über den Fluss. Das große grüne Juwel findest du innerhalb der Stadtgrenze. Moment, Moment. Ich bin noch nicht fertig. Willst du handeln? Osten. Nach Osten. Jo, ich würde gerne mit dir handeln. Was für Sachen hast du denn? Von allem etwas. Du wirst staunen, was die Leute auf den Straßen alles zurücklassen. Man muss nur die Augen nach guten Dingen offen halten. Ich habe einiges zu verkaufen, falls du Interesse hast. Ich bräuchte nur eins. Essen und Redaway. Na dann, zeig mal her. Wenn du was kaputt machst, musst du es kaufen. Ich mach doch nichts kaputt. Ich will ja nichts sagen, aber... Ja? So was... Was Essbares? Klebeband ist nicht das Schlechteste. Was ist denn hier los? Geht sie weiter? Lässt mich zurück? Blutpakete, aber leere sind mir unwichtig. Die hat ja gar nichts. Verdammt, außer für Fleisch. Verdammt, die hat ja gar nichts. Klebeband nehme ich nicht mit.
Und da ist sie gegangen. Moment, wen haben wir hier? Hallo? Entschuldigung, weißt du zufällig, wo es nach Bunker Hill geht? Keine Ahnung. Nee, weiß ich nicht. Tut mir leid. Ist gut, ich finde schon allein hin. Ich muss nach Bunker Hill. Ich habe keine Ahnung, wo dieses Bunker Hill ist. Aber schön mal auf eine friedliche Seele zu treffen hier. Aber Moment mal, wir haben einen Auftrag. Fällt mir ja noch ein. Wir haben einen Kopfgeldauftrag. Wir haben jetzt einiges in der Karte eingezeichnet. Wir gehen mal zurück zur City und schauen uns mal das Ganze neu an. Wir brauchen mal einen Plan. Nach Osten. Wir sehen Schwierigkeiten. Tatsächlich. Das sind Ghouls. Das sind Ghoul. Verdammte Ghoule sind das. Doc! Warte! Doc, ich komm! Gute Ghule! Super. Haben ja viel dabei. Verdammte Ghule. Der hilft kaum noch was. Die Radioaktivität in meinem Körper, sie nimmt zu. Immer weiter. Keine Ahnung, was wir machen sollen dagegen. Wir brauchen unbedingt Red Away. Ohne Red Away kommen wir hier nicht weiter. Gary. Ja? I beg you. Have you some Red Away? Please say you have Red Away. Please. Please. Not more. No, nothing, nothing. Tja. Ja? Und nun? Und nun? Plan. Schauen. So, Moment. Moment. Wir sind... The Diamond City soll im Osten sein.
Hier ist Concord. Hier oben habe ich mir markiert. Ist irgendeine Satellitenstation. Dort müssten wir hin. Dort ist unser Auftrag. Hier ist die Farm. Was? Eine Rangerhütte hier. Wo ich dieses Holoband gefunden habe. Sanctuary hier. Tja. Diamond City muss irgendwo hier liegen. Irgendwo im Osten. Ha, irgendwo. Jeder Schritt ist hier ein waghalsiger Schritt. Schlafen müssten wir auch bald wieder und ich habe noch nichts zu essen. Wir sollten also nochmal Rinder zur Farm und dann sind hier nochmal Häuser. Und dort sollten wir wirklich nochmal reinschauen. Verdammt noch eins. Ja? Und jetzt? Verdammt. Kein Verband mehr, nichts. Langsam geht mir die Idee hinaus. Es wird dunkel. Wir haben nichts zu essen. Verstrahlt. Richtung Osten. Nach meinem Kompass wäre das hier. Die Richtung. Ein bisschen Glück. Ein klitzekleines bisschen Glück. Nicht viel. Schauen wir mal da vorne hin, oder? Vielleicht ist noch mehr in diesen Autos drin. Moment. Was ist das? Ein Diner. Jetzt ist die Frage. Sind dort Bösewichte drin? Wir hatten eine Abmachung, Trudy. Her mit der Ware. Du schuldest uns was. Von mir kriegt ihr giftverkaufenden Camp-Dealer gar nichts. Wisst ihr, was dieser Dreck aus meinem Sohn gemacht hat? Er wusste, was er da kauft, Trudy. Nicht unsere Schuld, wenn er hinüber ist. Also zwing mich nicht dazu, in deinem kleinen Handelsposten rumzuballern. Trudy. Ich glaube, hier gibt's Ärger. Hey, hey, immer mit der Ruhe, Plünderer. Das geht dich nichts an. Was? Was ist hier los? Nur eine Meinungsverschiedenheit unter Geschäftsleuten. Trudy sitzt auf einem Haufen Waren, die sie mir schuldet. Ich habe versucht, mit ihr zu reden. Aber anscheinend muss ich mir mein Eigentum mit Gewalt holen. Lust auf ein bisschen schnelles Geld? Hilf mir.
Ich könnte noch eine Knarre gebrauchen. Oder glaubst du, du kannst sie zur Vernunft bringen? Wer ist Trudy? Siehst du diesen Diner da drüben? Der gehört Trudy. Sie hat daraus einen kleinen Laden gemacht. Ich verkaufe ihr Cams, sie gibt mir Kronkorken und Teile. Und als ihr Sohn Patrick 18 wurde, habe ich ihm etwas Jet verkauft. Dann ein bisschen mehr. Dann noch viel mehr. Jetzt hat er Schulden. Ein Drogendealer. Jet. Mir scheint, als hätte sie das Jet nicht kaufen und du es ihnen nicht verkaufen sollen. Ja klar, hinterher ist man immer klüger. Also, hilfst du uns jetzt oder nicht? Ich rede mit dir. Vielleicht können wir das so klären. Sehr gut. Wenn was schief läuft, sind wir hinter dir. Verdammt! In was habe ich mich jetzt wieder reinziehen lassen? Und das in meiner Verfassung. Na denn, Trudy. Sag an. Moment. Ich muss mal auf das Foto schauen in meiner Tasche. Sieht aus wie der Gardener. Ist er das? Aber erstmal mit Trudy reden. Ehe die da draußen hier unruhig werden. Bist du Trudy? Ich hab gesehen, wie du mit diesem Giftverkäufer geredet hast. Der kriegt kein Geld. Punkt. Punkt. Warum? Was ist das Problem? Oh, hat dir das dieser Chems-Dealer nicht gesagt? Doch. Er hat meinen Jungen von Jet abhängig gemacht, ihm den Dreck auf Kredit verkauft und will jetzt von mir das Geld. Dieser Mistkerl kriegt keinen einzigen verdammten Kronkorken von mir. Verdammt, Rudi, ich würde dir gern helfen. Was denkst du, was kann ich tun? Es war von beiden Seiten nicht richtig, du hättest nichts kaufen dürfen, aber er hat deinen Sohn abhängig gemacht. Räum Wolfgang aus dem Weg. Ich weiß nicht, was er dir geboten hat, aber ich zahle 100 Kronkorken, wenn du diesen Jet-Dealer umbringst. Ein Kopfgeld? Ich nehm's an. Ich nehm's an. Danke. Ich gebe dir von hier aus Unterstützung. Schnapp ihn dir. Du hast dich mit dem Falschen. Was? Angelegt. Ich bring euch Chems-Dealer um. Jetzt geht's los! Da ist irgendwas. Geschafft. Dieses Mal. Ohne einen Schuss abzugeben. Kann's kaum erwarten, bis die Krähen den Mistkerl fressen. Hier, für dich. Wenn du handeln möchtest. Mein Laden hat geöffnet. Sehr schön. Sehr schön. Und? Kommst du jetzt alleine klar? Ja. Es wird dauern, bis mein Sohn von den Camps runter ist. Aber wir schaffen das. So wie immer. Kommen wir zum geschäftlichen Teil. Brauchst du was für unterwegs? Ich brauche tatsächlich was. Zeig mal, was du hast. Von allem etwas. Am schönsten wäre... Natürlich hast du keins. Aber das ungeöffnete... Puh. Na. Verdammt. Ja, was ist drin? Ich nehm's. Ich nehm's. Hast du was zu essen? Wasser. Braun im Fleisch. Eichhörnchen. Aber daraus kann ich mir was kochen, richtig? Ich glaub's zumindest. Tja. Flaschenkürbis, also. Trotzdem. Einen nehme ich. Oder dieses Bündel nehme ich. So, was kann ich dir geben? Nicht viel, meine Freundin.
Halt doch. Das auf alle Fälle. Das auf alle Fälle. So, was haben wir noch? Eigentlich brauche ich alles. Ich sag's, wie es ist. Normalerweise brauche ich alles. Brauche ich hier vielleicht irgendwelche, die hier, ne? Die bekommst du von mir. Schrotpatronen, ich behalte mal alles. Man weiß es nie. Kann ich dir irgendwas hiervon verkaufen? Nicht wir. Doch, die hier verkaufe ich dir. Hier haben wir ein Gewehr. Das hier ist das, was ich benutze. Hier habe ich leider gar nichts. Im Grunde brauche ich alles. Denn ich kann mir irgendein... Moment, die Zigaretten, die gebe ich dir. Triggermen. Such amateurs. Oh. Amerikaner oder Engländer. Gut, hier Zigaretten. Gerne. Und... Ja, ansonsten eigentlich nichts. Ansonsten eigentlich nichts. Dann würde ich sagen, das war's. Und der hier, der da draußen, der sieht aus wie der Gardener. Ihr seid's, oder? Who the fuck are you? And what do you want? Hi. Verdammt. Damn it. I'm Gadwin. I'm a bounty hunter. Do you know? Who the fuck am I? Who the fuck are you? What? Do you normally walk up to strangers and ask a bunch of questions? I'm a bounty hunter. Me and my kind hunt people. That good enough for you? Good enough. So finally I found you. So, you are a bounty hunter. Me too. I help supply bounty hunters with gear. I also manage bounties and which weeds to pluck in our little world. Look, bounty hunters do jobs for caps. Most of the jobs are from someone wanting to dish out some punishment, but are too afraid to do it themselves. If you keep your nose clean and head down, you probably won't ever see us. If you do, it's because you pissed someone off and they paid for blood. If you're lucky, we let you live. Maybe a little light on caps, but breathing. Just as a reminder to all that we're out here. Now leave me. If you come back later, I might let you buy something if you stop asking dumb questions. Scheint nicht gut auf mich zu sprechen zu sein. Das ist er also, der Gardener. Still alive? Still alive. But I don't know how long. So, wo sind diese Kerle? Bike. Wir müssten uns was kochen, ne? Eins ist Fakt. Dafür, dass er einen Diner hat, hat sie echt nicht viel Essen. Wo haben sie sie abgeknallt? Ich würde sie doch gern finden. Denn die haben bestimmt irgendwas Wertvolles bei sich. Hier liegt einer. Moment, was hat er in der Hand?
aber noch einer, oder? Hier. Gut. Das waren sie, die zwei. Etwas Essen wäre natürlich nicht schlecht gewesen, wenn sie dabei gehabt hätten. Ah, zumindest ein halbwegs sicherer Platz. Denn dieser Gardener, der ist nicht ohne. Ich habe viel von ihm gehört. Jetzt habe ich ihn tatsächlich getroffen. Zufall. Tatsächlicher Zufall. Aber er scheint noch nichts von mir gehört zu haben. Ich soll da ein paar Kopfgeld... Ich soll da ein paar Kopfgeldaufträge annehmen. Vielleicht habe ich dann ein bisschen Glück. Ich nehme mal mit, was sie noch da gelassen haben. Diamond City. Im Osten. Irgendwo hier drüben. Doch langsam sollte ich mich wirklich schlafen legen. Zurückgehen. Hier vielleicht nochmal in dieses Wrack hier reinschauen. Was Essen hier gestellt hat. Funktioniert leider nicht mehr. Lass zurück zum Diner. Puh. Moment. Eins mache ich noch. Zweites right away. Na, lässt du mich rein, mein Freund? Tja, Trudy. Na, das Leben hier.